Oh, hey, I'm sorry. Just laying down some dope tracks here and didn't see you there. But since you've already interrupted my sick flow, I might as well tell you about my new feature film, The Lego Batman Movie. Written, directed, sound mixed, choreographed, and painstakingly beatboxed by me. Because I'm Batman. In my spare time, I also cut together this trailer filled with some, but certainly not all, of my best hero moments and zingers. So enjoy it. Batman out. Wait. Batman back in. Forgot to drop the mic. Computer, I'm home. Welcome home, sir. Initializing Batcave music. Yeah. So, did anything exciting happen today? I saved the city again. It was off the chain. Anyway, I should probably have some grub. Alfred left your lobster thermidor in the fridge. Oh, that's my favorite. I can't wait. Not 20 minutes. Stupid. You know what it is. Everything I do it, babe. I deserve this today. Today I deserve it. Und dann mal zur Trailerview zu The Lego Batman Movie. Also muss ich sagen, ich finde den Trailer super, auch dass sie mit der Art dabei geblieben sind wie bei Lego Movie. Und das Opening ist einfach schon hier. From the studio that brought you Batman, Batman Returns, Batman Forever, Batman and Robin, Batman Begins, The Dark Knight Rises, Batman vs. Superman und The Lego Movie. Super, finde ich gut, hat mal gut gemacht. Kommt jetzt. Lego Batman Movie. Es ist einfach ein super Charme, den der Film direkt am Anfang rüberbringt. Finde ich cool. Und wir sehen, dass Batcave hat so ein bisschen, ich würde sagen, ein Upgrade bekommen. Es ist ziemlich groß. Es ist sehr, sehr technisch. Und Batman hat jetzt Siri. Dann ist mir was recht Interessantes aufgefallen. Und zwar, wenn er da hochfährt und links und rechts diese ganzen Anzüge sind. Fast jeder dieser Anzüge hat eine Markierung. Und da steht was dran. Wir gucken jetzt mal so ein paar an. Wir fangen an mit dem Combat Suit. Und zwar ist das natürlich ein Wortspiel auf Combat, also blöd übersetzt Nahkampf. Dann haben wir einen Anzug, da hängen steht El Murciélago dran, was natürlich Spanisch ist und so viel heißt wie einfach die Fledermaus. Dann haben wir einen, wo drauf steht Buccaneer Bat oder Buccaneer Bat, was frei übersetzt Seebeuter oder Seeräuber heißt aus dem Englischen. Und naja, man kann auch sagen Pirat. Piraten-Batman. Ist übrigens, beziehungsweise ich vermute, dass es eine Anspielung auf Legends of Batman ist, eine Action-Figure-Reihe. Dann haben wir einen, der steht dran, Prom Date Bat, verständlich, Abschlussball-Date-Anzug, wenn man den braucht, für den Abschlussball, aber sonst. Dann haben wir ein Disco-Bat da stehen, kann man nicht ganz sehen, vermutlich irgendwas leuchtendes Disco-Ball-mäßiges. Dann haben wir ein Arctic-Bat, also ein arktischen Anzug, den man aus den Lego-Teilen vorher schon mal kennen sollte. Dann steht einmal dran, oder öfters mal dran, Current Bat. Das ist natürlich ein bisschen blöd, weil man das dann immer wieder umhängen müsste, was gerade der aktuelle Anzug ist. Wir haben ein, was ein bisschen mehr interessant ist, ein Batman Beyond Outfit da hängen, was hierzulande Batman of the Future geheißen hat und eine Fernsehserie da, die von 1999 bis 2001 gelaufen ist. Und natürlich auch eine Comic-Reihe, die bei Volume 1 1999 angefangen hat und momentan bei Volume 6 ist, von 2013 bis jetzt. Dann natürlich noch den Electric Bat, auch die sind bekannt aus den Lego-Teilen vorher mit Batman. Dann Clown Bat, vielleicht als Clown verkleidet, keine Ahnung, kann man leider nicht so schön erkennen. Exclusive Bat, also exklusiv für irgendwas, so ein bisschen so exklusiv, Limited Edition und so ein Kram. Und wir sehen einen Raging Bat, also ein bisschen Rage-Modus, habe ich leider nicht zugefunden. Aber falls es ein Lego, The Lego Batman Movie Videogame geben wird, weiß ich auf jeden Fall, was die 240 Charaktere sind.
die man freischalten kann. Wie schon am Anfang gesagt, die Effekte sind beibehalten von The Lego Movie. Wir sehen, especially am Batmobile, am Batwing, sehen wir Flammen und Feuer und alles und Blasterschüsse, alles mögliche. Ist dem Original, auf dem es halt basiert oder von dem Spin-Off ist, treu geblieben. Dann sehen wir die Justice League, wobei ich mir überlege, wird das nachher The Lego Batman Movie Dawn of the Lego Justice League? Wäre witzig. Stell dir mal vor, die gehen dann genauso weiter wie die richtigen Filme. Finde ich cool. Nicht, dass der Lego-Film kein richtiger Film ist. Das, ne? Also, Lego und Mensch. Und zwar sehen wir in dieser Zusammenstellung Green Lantern, The Flash, Superman, Wonder Woman, Cyborg, Aquaman und Arrow, was mich ziemlich freut. Am besten wäre es natürlich, wenn die Personen auch von denen gesprochen werden, die sie vielleicht schon mal gespielt haben. Also Batman wird dieselbe Stimme sein vermutlich, Superman auch. Wonder Woman weiß ich nicht, ob wir die im letzten Teil schon gesehen haben. Das werden wahrscheinlich dieselben Stimmen bleiben. Aber zum Beispiel Flash fände ich super, wenn das der Grant Gustin wäre. Und Arrow, Stephen Amell natürlich aus den Fernsehserien. Der ganze Film soll am 10. Februar 2017 erscheinen in Amerika. Ein deutsches Release-Date haben wir noch nicht, aber vermutlich irgendwann um die Zeit, also Mitte, Anfang Februar. Ich freue mich drauf, eure Meinung in die Kommentare. Und wie immer, letzten zwei Videos sowie Links zu selben unten in der Videobeschreibung. Gebt einen Daumen nach oben, wenn ihr Bock habt. Oder abonnieren. Bis dann, Leute. Bis zum nächsten Video. Allons-y.